Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und leider ist heute so schlechtes Wetter. Der ganze Himmel draußen ist dunkel, ist bewölkt, ist regnerisch, man sieht einfach nichts. Ich musste ein bisschen umdisponieren, denn ich wollte euch unbedingt heute diese Pizza zeigen. Und dafür brauche ich Belichtung, dass man die auch sieht. Deswegen habe ich mir mal so eine Softbox hier hinten hingestellt. Ich hoffe, die stört euch nicht. Denn ich habe was entdeckt. Danke an Flo für den Tipp, ne? Guckt euch das mal an. Eine Pizza von Gustavo Gusto. Gustavo Gusto kennt man ja. Die machen eigentlich sehr gute Pizzen und haben auch für Luca diese schwarze Pizza rausgebracht. Und ich mag Luca nicht. Deswegen egal. Die Pizza habe ich trotzdem probiert. Und jetzt habt ihr hier einfach eine 4 Käse für ein Halleluja-Pizza mit Bud Spencer und Terence Hill. Die sieht so genial aus. Guckt euch doch alleine nur mal den Karton an. 4 Käse für ein Halleluja. Hier Terence Hill. Hier schießen überall die Patronen und Bohnen durch die Gegend. Gustavo Gusto, Bud Spencer dabei. 4 Käse für ein Halleluja. Ist natürlich eine Käsepizza, wie der Name schon sagt. Hier steht auch nochmal. Diese Pizza würde ich umhauen. Hier ist ein Terence Hill Logo und ein Bud Spencer Logo. Und jetzt gibt's was auf die Kauleiste. Sind da noch mehr lustige Sprüche drauf? So lange hält sie sich, aber so lange hältst du es nicht aus. Ne? Bis 19.07.21. Und hier seht ihr mal, wie es hinten drauf aussieht. Es gibt nämlich 4 verschiedene Motive zum Sammeln von dem Karton. Einmal hat Terence Hill, wieso wollte ich jetzt Sylvester Stallone sagen? Also einmal hat er einen richtigen Hut auf, dann so einen Melonenhut, dann richtigen Hut aber hochgeklappt. Da ist er links, hier ist er rechts. Dann habt ihr hier drüben da gar keinen Hut. Bud Spencer auch einmal links, einmal rechts, in der Mitte irgendwas. Unsere 4 Hauptdarsteller habt ihr auch hier dastehen. Mozzarella, Bärkäse, Cheddar und Blauschimmelkäse. Ihr habt ja auch eine Faust dabei. Adi, was machst du da schon wieder? Ihr habt ja auch eine Faust dabei hier. Beat the Beans. Bohnen gehören in jeden guten Italo-Western, aber auf unserer Italo-Pizza haben sie nichts verloren. Daher machen sie jetzt einen ziemlichen Aufstand. Zeig ihnen, wo der Dampfhammer hängt und gewinne einen Jahresvorrat Pizza oder eine Reise zum legendären Spencer Hill Festival. Einfach QR-Code scannen, Kamera auf den Karton richten und mal ordentlich auf den Tisch hauen. Hier ist also der QR-Code, vielleicht könnt ihr das ja trotzdem scannen, probiert's mal aus. Hier habt ihr die Bohnen, wahrscheinlich gibt's da ein kleines Minispiel, keine Ahnung. Wir werden das jetzt auf jeden Fall aufmachen, werden die uns mal reinziehen, werden die probieren. 4 Käse für ein Halleluja, ich bin gespannt. So, und da sind wir wieder zurück. Die Pizza ist fertig. Die Mama hat gesagt, lass die doch noch drin. Die schreiben doch Kommentare, dass die noch nicht fertig ist. Das könnt ihr jetzt mal beurteilen. Sieht die fertig aus, sieht die nicht fertig aus? Wir haben die jetzt rausgenommen. Da ist also jetzt stinkender Käse drauf und alles andere. Die ist halt, wie ihr seht, schön knusprig. Nicht? Also die hängt einfach nur runter. Aber egal, bei deinem Ofen ist es ja wirklich so, wenn ich sie eine Minute länger drin lasse, ist sie schwarz und knochenhart. Wir wollen jetzt probieren, 4 Käse für ein Halleluja. Da, die wirft schon wieder die Bierflaschen um. Los Ramses, mach mal eine Roomtour. Wir wollen jetzt probieren, 4 Käse für ein Halleluja. Mal gucken, diese verschiedenen Käse-Geschmäcker. Ich teile mir die dann wieder. Ich nehme jetzt mal einfach hier hinten so ein Stück in die Hand. Wir beißen mal hier vorne rein. Also man schmeckt auf jeden Fall die rote, tomatige Grundierung. Vom Käse habe ich jetzt leider nicht so viel gemerkt. Wir machen es mal. Die hat ja eh so einen dünnen Boden und ist so weich. Wir falten sie mal einmal zusammen und beißen nochmal rein. Ist eure Pizza auch immer so? Ist mir trotzdem geschmacklich ein bisschen zu wenig. Ich hätte da, wenn die schon draufschreiben, dass hier dieser komische Schimmelkäse da rumfliegt, habe ich gedacht, der knallt richtig rein.
Grüße. Also es ist auf jeden Fall eine vegetarische Pizza, ja. Es muss nicht immer mit Wurst sein oder Fleisch. An sich muss ich aber sagen, gibt's viele Käsepizzen. Oder ihr macht euch halt selbst, ihr kauft euch eine Margherita und macht selber noch 10 Tonnen Käse drauf. Für den Preis von 3,71 Euro sieht das zwar schön aus mit dem Karton, den werde ich mir auch aufhängen. Finde ich aber, muss man nicht unbedingt die als Käsepizza kaufen. Die Salami-Pizza hat mir gut geschmeckt von denen. Auch die andere, ich weiß schon gar nicht mehr, was das alles war. Hat mir bisher immer alles richtig gut geschmeckt, hat mich überzeugt. Gut, die Schinkenpizza mit dem schwarzen Rand hat eigentlich nur nach einer normalen Schinkenpizza geschmeckt. Da hätte ich auch empfohlen, einfach normale Schinkenpizza zu essen. Ist man auf jeden Fall billiger dran. Die Käse überzeugt mich nicht so, was nicht heißt, dass sie nicht schmeckt. Sie schmeckt auf jeden Fall gut. Der Boden ist schön fluffig und locker. Der ist nicht hart und brutal. Sie ist halt jetzt sehr schlapprig. Man kann es essen. Aber für 3,71 kriegt ihr mindestens eine No-Name-Pizza, die auch gut schmeckt, ja? Da kriegt ihr vielleicht so, da kriegt ihr 3 Stück zum Preis von einer, aber das ist ja meistens immer so. Ich werde jetzt noch essen. Ich freue mich darauf, das aufzuhängen. Ein neues Bild in der Wohnung mit Bud Spencer und Terence Hill. Passt auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich irgendwo drauf gebissen. Da kam noch mehr durch. Ich glaube, an einem Stück kann man das nicht ausmachen. Man muss die ganze Pizza essen und danach Feedback abgeben. Habt ihr die auch schon mal gesehen? Habe ich beim Netto in der Tiefkühlung gesehen, die Woche in der Werbung, glaube ich. Schreibt es mal rein, wenn ihr die auch schon kennt oder wenn ihr die gerne mal probieren wollt. Oder was eure Lieblingspizza ist oder eure Lieblingspizza-Marke, Hersteller, Sorte, irgendwann. Gustavo Gusto. Kaufe ich eigentlich selten, wie gesagt. Meins ist immer noch diese Pizza Edelsalami aus dem Rewe von, ja, 3 Stück, zack, da immer noch mal Käse drauf gemacht oder irgendwelche Peperonis dazu. Das ist meine Lieblingspizza. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.